Was liest die da? Kurzgeschichten für zwischendurch. Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten. Genrefrei und authentisch. Gelesen von Silke Siegel. Liebesrezepte von Stella Tsianios. Es ist Donnerstag und Georg sitzt in seiner Küche und isst Ingwer-Anis-Kekse. Seine zu eng stehenden Zähne verschlingen unbeschwert Kekse. Kekse, die seit Jahren sein Körpergewicht diktieren. Er liebt es, Kekse mit seinen Fingern zu kneten, sie zu schmücken und sie anschließend zu verzehren. Georg ist Paartherapeut. Er hat unzählige Paare mit seiner Keksmethode zusammengebracht und doppelt so viele auseinandergebracht. Nach jedem erfolgreichen Fall schreibt er eine kleine Geschichte, die nicht länger als ein großer Toilettenbesuch und kürzer als eine Kuchenzubereitung ist. In jeder Geschichte verrät sein Held ein Lieblingsrezept und ein dazu passendes Erlebnis. Das Rezept seiner Großmutter, das zum Herzstillstand seines Großvaters geführt hat, oder das Top-Familienrezept, welches den schönen Schlachterjungen dazu brachte, sich in die hässliche Tante Sophia zu verlieben, verrät er immer in seiner vorletzten Sitzung. Georgs Welt war in seiner Kindheit voller Wunderkekse und Tricks, die seine Schönheitsfehler und sein Versagen in Grenzen hielten. Rosinenrezepte haben ihm den Schulabschluss, den Universitätsabschluss und sogar den Professorentitel ermöglicht. Seine Mutter nannte ihre Rezepte Lebensrezepte, und solange sie lebte, zeigten ihre Rezepte Georg den Weg, den er gehen sollte. Seit ihrem Tod schmeckten Georgs Kuchenentwürfe nach Anis und nach Ingwer. Er nennt diese Phase seines Lebens und seines Backens die grüne Anis-Ingwer-Phase. Grün deswegen, weil er in jeden Kuchen mehrere grüne, stolze Pistazien hineindrückt. In seiner Freizeit ist Georg mit Anais aus verkalkter Bequemlichkeit und zeremonieller Gewohnheit verheiratet. Georg empfindet Anais als sehr dünn, fast abgemagert. Außerdem trägt sie nie einen BH, was Georg als doppelt unästhetisch empfindet. Er mag es nicht, wenn sie nachts seinen Penis mit ihren knöchrigen Fingern erwürgt, um ihn mit ihrem Lieblingssatz »Das war's wohl mit der Männlichkeit, Herr Therapeut« zu erniedrigen. In solchen Situationen denkt Georg an das Rezept seiner Großmutter. Er schweigt, dreht Anais beleidigt den Rücken zu und genau nach 2 Minuten rächt er sich an ihr. Er fängt an, laut zu schnarchen. Donnerstag sitzt Georg in der Küche und isst Kekse, während er Anais von dem neuen Paar erzählt, welches seine Praxis besucht hat. Aus seinem Mund fallen Kekskrümel. In solchen Situationen wünscht sich Anais, ihn auf allen Vieren zu sehen, wie er den Boden mit der Zunge sauber wischt. Aber Georg erzählt gelassen weiter. Er ignoriert Anais Gedanken, die in ihrem Blick zu lesen sind, und erzählt von dem Mann, der seine Frau und seine 3 Kinder verlassen möchte, weil er sich in eine andere Frau verliebt hat. Er erzählt von einem Paar, welches sich in seiner Zweisamkeit erwürgt und sich durch Einsamkeit retten könnte. Er erzählt eine Geschichte, die Anais nicht interessiert, weil sie in der Rolle der Frau steckt, die ihren Mann nicht verlassen will, obwohl sie von ihm nicht geliebt wird. Er erzählt impulsiv von der Entschlossenheit des Mannes, seine Familie zu verlassen, als wäre er selbst in der Rolle des Mannes. Er erzählt vom leidvollen Blick der Frau, von dem Foto, das sie krampfhaft in der Hand hält. Ein Foto von einer Bilderbuchfamilie. 3 Kinder, 2 Hunde, ein Elternpaar vor einem prachtvollen weißen Haus mit Garten. Er erzählt von der anderen Frau, seiner Arbeitskollegin, die nicht im Raum ist, die aber mit ihrer Abwesenheit sowohl den Therapieraum füllt, als auch die Fantasie in der Innentasche seiner Hose. Vom letzteren Detail erzählt Georg nie, denn das würde Anais Wahrheit verletzen. Anais zündet die roten Kerzen an, die nach Erdbeeren duften. Die rote Küche glänzt vor Sauberkeit. Alles ist rot. Georgs Lieblingsfarbe ist nicht rot.
Georg erzählt von seinen Klienten, als wäre er berauscht von ihnen, als wären sie seine neuen Nachbarn, seine neuen Freunde, seine Wohnzimmerhelden. Er beschreibt detailliert, wie sie aussehen, was sie getragen haben, wie sie sprechen, wie der Mann lispelt, wie er jedes Wort mit S umgeht, wie die Frau ständig die Frage wiederholt. Ich liebe dich, warum möchtest du mich verlassen? Wie er selbst seinen Blick aus dem Fenster ins Freie befördert und wie er sich selbst heimlich mit dem Helden solidarisiert und sich fiktiv mit ihm identifiziert. Vor Anais steht er mit hängenden Schultern und hilflosem Blick. Es ist der Blick, den Kinder am ersten Schultag zur Schule mitbringen und leider bis zum letzten Schultag nicht verlernen. Georg schaut sich Anais mit einem Hyänenlächeln an und sagt das Gegenteil von dem, was er ihr wirklich sagen will. Und plötzlich sagt der Mann, ich bin glücklich ohne dich. Ich habe mich verliebt. Ich fühle alle Jahreszeiten, meinen Körper, meine Muskeln. Ich spüre meinen Penis wieder. Und plötzlich ist es in der Küche genauso still, wie es nach dieser Offenheit im Therapieraum geworden war. Ja, er ist glücklich, fügt Georg noch hinzu, doch Anais hört ihm nicht mehr zu. Sie schnippelt weiter an ihren roten Äpfeln, die sie zum Kuchenbacken sorgfältig zerkleinert und zusammen mit den tiefgefrorenen Erdbeeren zubereiten wird. Georg ist es egal. Er erzählt weiter von seiner Therapiesitzung, die sein Leben verändern würde, wenn er doch ein anderer wäre, wenn er doch Anais nicht geheiratet hätte, wenn er doch Schriftsteller geworden wäre, wenn er Single und sportlich wäre, Humor besitzen würde und wenn er schon von seiner Haifischphobie befreit wäre. Georgs Was-wäre-wenn-Sätze überkreuzen sich. Das träumerische Kind in ihm revoltiert. Georg steht auf und schält manisch einen Apfel. Dann durchbohrt er das Innere des Apfellebens mit einem Entkernungsgerät. Bei jeder Entkernung stöhnt er laut vor sich hin, so als würde er irgendwo eindringen wollen, wo er als Mann gewollt und verehrt wird. Anais wiederum schaut ihn nur regungslos an und versucht, ihm das Entkernungsgerät aus der Hand zu nehmen. Georg gibt wie ein gehorsamer Junge das Gerät ab und setzt sich brav wieder hin. Die Erdbeeren starren ihn kalt an. Ihre eingefrorenen roten Körper liegen gleichgültig gegenüber dieser Eheszene auf einem saugfähigen Papierstück, welches am liebsten die Tränen der Erdbeeren aufsaugen würde, könnte sie nur über dieses Paar weinen. Georg, lass das bitte. Es ist keine Zeit für Psychospiele. Geh lieber duschen oder lies Jakob eine Geschichte vor. Er hat dich seit gestern nicht gesehen. Du weißt gar nicht, wie schnell Kinder erwachsen werden und schwupps sind sie aus dem Haus. Anais Gedanken sind den Äpfeln und Erdbeeren gewidmet. Georgs Gedanken drehen sich um das neue Paar und dessen Trennung. Genauer gesagt seinem Helden, der es geschafft hat, seiner Frau die Wahrheit zu sagen, obwohl er sich nach der Therapiesitzung nicht mehr so sicher war, ob er seine Familie verlassen will. Nächste Woche würde Georg mehr erfahren. Bis dahin wird er artig den Müll rausbringen, seinem 6-jährigen Sohn Jakob gute Nachtgeschichten vorlesen, brav tote Erdbeeren und entkernte Äpfel auf Mürbeteig essen und sich nicht beschweren und um 3 Uhr nachts schlafen gehen, damit Anais seinen Penis nicht mit ihren knöchrigen Fingern wirkt. Der Tag der Wahrheit ist endlich gekommen. Es ist Donnerstag und Georg bittet Anais, einen Erdbeer-Apfelkuchen zu backen. In seinem weißen Büro steht das Ehepaar und wartet geduldig darauf, glücklich zu werden. Georg ist für seine innovativen therapeutischen Interventionen bekannt, die entweder den Erhalt der Ehe bis zum nächsten Konflikt oder die langjährige Selbstfindung im Alleingang garantieren. Georg begrüßt das Paar, während er mit seinen Händen einen Erdbeerkuchen hält. Ich begrüße Sie auch diesen Donnerstag. Mein Vorhaben wird heute sein, Erdbeerkuchen mit Ihnen zu essen. Aus dieser Freude folgt eine Aufgabe. Sind Sie damit einverstanden? Wenn ja, bringe ich Ihnen Besteck und die Sitzung kann beginnen. Georgs Messer sind schwer und scharf. Er gibt Ihnen zuerst eine Gabel, ein Stück saugfähiges Papier und dann ein Messer. Dann bringt er Ihnen den Teller mit den selbstgebackenen Kuchen seiner Frau Anais. Guten Appetit und auf die Plätze, fertig, los,
sagte er humorlos, indem er der Frau zuzwinkerte. Der Mann ignoriert den Kindermarathonspruch und fängt langsam an zu essen. Er schaufelt die Äpfel mit der Gabel auf den Tellerrand. Das Messer und das Zebrapapier lässt er unberührt auf dem Tisch liegen. Seine Frau teilte den Kuchen in 8 kleine Stücke, als würde sie mehrere Kinder damit füttern wollen. Sie aß 2 davon. Dazu formt sie ihren Mund leicht geöffnet zu einem O, wobei eine Erdbeere ihr beigefarbenes Kleid beschmutzt. Georg schaut sich die Eheszene an und sagt keinen Ton. Er macht sich Notizen zu dem Essverhalten, zu der Körperhaltung, zu der nonverbalen Kommunikation des Paares und stellt nur eine Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie hat Ihnen der Kuchen geschmeckt? Ich möchte, dass Sie mir keine Antwort geben, sondern versuchen, jeder für sich einen Erdbeerkuchen zu backen, der besser sein wird als dieser, also eine glatte 10, und mir das Produkt nächstes Mal präsentieren. Ich möchte, dass sich jeder von Ihnen zum Kuchen etwas wünscht. Der Wunsch geht in Erfüllung, wenn der Erdbeerkuchen von mir eine gute Note bekommt, also eine 10. Theoretisch können wir sagen, dass das Produkt, welches jeder von Ihnen vorbereiten wird, einen Zugang zu seiner Zielsetzung beinhaltet. Ich möchte, dass jeder von Ihnen an seinem Potenzial arbeitet. Das schöpferische Handlungspotenzial wird Ihnen dann den Weg zur richtigen Entscheidung innerhalb Ihrer Beziehung weisen. Also, wir sehen uns am nächsten Donnerstag wieder um dieselbe Zeit. Gutes Gelingen! Am selben Tag begegnet er Anais in der Küche. Er erzählt ihr von seiner paradoxen Intervention und seinem therapeutischen Vorhaben, doch sie bleibt ruhig und schnippelt an den eingefrorenen Erdbeerstückchen herum, die sie zu einer Marmelade für die Nachbarin zubereiten wollte. Sie fertigt gern Marmelade aus eiskalten Erdbeeren, die sie dafür mit den Fingern zerkleinert. Anais, hast du nicht gehört, was ich dir erzählt habe? Ich habe die Methode E angewandt. Georg, es ist was anderes, die Methode angewandt zu haben, als ein positives Ergebnis zu erzielen, antwortet sie laut. Ja, aber was heißt für dich positiv? Na, positiv eben. Naja, dass sie sich wieder vertragen, dass er seine Lust auf andere Frauen verliert und dass er seinen Kindern etwas vorliest eben. Das Leben ist doch so einfach, wenn man sich von der Außenwelt nicht locken lässt. Erwähnt sie so nebenbei und wäscht sich die erdbeerrot eingefärbten Hände, die aussehen, als hätte sie soeben einen Mord begangen, mit heißem Wasser ab. Positiv wäre es, wenn er sich bewusst machen würde, dass sie einen schlechteren Erdbeerkuchen backen wird als deinen, lacht er diabolisch laut. Georg wollte sich noch nie von Anais konservativer Weltanschauung manipulieren lassen. Er wollte sich nicht irritieren lassen von einer Frau, die sich für eine rote Küche und einen 6-jährigen Jakob entschieden hatte. Er schaut ihre dünnen Beine an und sagt provozierend, um sie für seinen Helden zu gewinnen: Seine Frau trug heute ein beigefarbenes kurzes Kleid mit einem tiefen Ausschnitt und hohe rote Lackschuhe, passend zu ihrer Tasche und zu ihrem Lippenstift. Wer eine schöne Figur hat, sollte sie auch zeigen. Bei 3 Kindern, Herd und Spielplatz sei das gegönnt, oder? Sagte sie, ohne wirklich neugierig auf Georgs Provokation einzugehen. Eine rote Küche ersetzt keinen roten Lippenstift, der die erotischen Fantasien eines Mannes erregt. Georgs Satz sollte sie wütend machen, doch sie stellte sich ihren Erdbeeren, die flachgelegt auf der Schüssel lagen und auf ihre Zubereitung warteten. Ja genau, Georg, eines Mannes, wie du schon sagst. Im Gegensatz zu deinen Erregungen, die schon längst tiefgekühlt sind, kichert sie leise, aber genauso diabolisch wie er einige Minuten zuvor. Ihre Anspielung auf das nicht vorhandene gemeinsame Sexualleben lässt ihn genauso kalt wie ihre Annäherungsversuche, die er nicht erwidert, die ihn eher anwidern und ihn bis 3 Uhr morgens mit Transaktionsanalysen beschäftigt sein lassen. Ihre Küchenpolitik, die Koalition von Erdbeeren und Äpfeln in dem lieblosen Mürbeteig, die Penisstreichleinheiten, ihre besserwisserischen Sätze, ihre mageren Schenkel, all das hatte er satt. Er fühlt sich von ihren Kommentaren, ihren Interpretationen, ihren Gedankenberichtigungen gesättigt und vollgestopft.
Am liebsten würde er sich eigentlich zu Weihnachten wünschen, sich von ihr zu trennen. Als Paartherapeut müsste er doch einen Trick besitzen, um sie an Weihnachten, wo sich alle streiten, zu der Trennungsentscheidung zu führen. Als Paartherapeut müsste er doch alle Methoden anwenden können, die zur Krisensituation führen würden. Er probierte es mit dem Erdbeerkuchen. Versuch 1, sagte er sich leise. Anais, die Kucheninterpretation ist eine Überinterpretation. Äpfel und Erdbeeren passen nicht auf einen Mürbeteig. Das ist deine Meinung. Ich finde es aber eine hübsche Komposition, erwiderte sie trotzig. Versuch 2, sagte er sich leise, während er sich ihr von hinten nähert. Er spricht ihr leise und verführerisch ins Ohr. Auf einer Skala von 1 bis 10 ist deine Attraktivität eine 3. Wie schaffst du es, bei so einer Figur dich wie eine 10 zu benehmen? Silikonbusen vielleicht als Weihnachtsgeschenk? Seine Stimme wurde fies. Was den Anschein eines Diskurses hatte, entgleiste zu einer ausweglosen Situation. Er nahm das Messer in die Hand und schnitt sich ein Stück Apfel ab. Er stopft sich mit weiteren kleinen Apfelstücken voll und wäscht sich die Hände. Sie beobachtet seine unzähligen hektischen und unwesentlichen Bewegungen, die sie niemals mit ihrer eigenen Ruhe tauschen lassen würde. Sie schaffte es, trotz seiner zirkulären Küchenwanderung ihre Marmelade in kleine Gläschen zu füllen, die Küche zu reinigen, ihm den Müllbeutel in die Hand zu drücken und sich von seinen Bösartigkeiten höflich mit einem Satz zu verabschieden. Gute Nacht, das wünsche ich dir und dass der morgige Tag in dir anders aussehen wird. Er nimmt den Müll und trägt ihn wortlos raus. Er überlegt sich, dass der Versuch Nummer 3 nun eine klare Ansage sein müsste. Eine ähnliche Formulierung, wie der Mann in seiner Therapiestunde sie geäußert hat. Er konnte doch so gut einleiten. Warum gelingt es ihm nicht in seinem eigenen Leben, in seiner Beziehung, für seine Wünsche und Ziele? Wie schafft er das, trotz einer kaputten Beziehung Paare zu beraten, eine Vereinbarung zu treffen für eine positive Kommunikation? Wieso fragt er Anais nicht, ob sie glücklich mit ihm sei? Hat er Angst davor, Klarheit zu schaffen? Am nächsten Morgen nahm er sich das fest vor, doch Anais verließ mit Jakob früh die Wohnung. Sie brachte ihn in die Vorschule und ging dann ins Büro. Sie hielt nichts von sprachtherapeutischen Verständigungsfragen. Für sie ist es wichtig, dass das Leben und der Alltag funktionierten. Georg und Anais sind nun 8 Jahre lang zusammen. Sie war die beste Freundin seiner Cousine. Anais trug gern Rot, weil sie glaubte, dadurch nicht so mager auszusehen. Georg trug gern Korthosen und hellblaue Hemden. Er liebte hellblau. Für seine Praxis entschied er sich für weiß. Couch aus weißem Leder. Manche seiner Klienten kamen, um einfach eine Stunde mit einem Menschen zu sprechen und wie bei Freud auf einer bequemen Couch zu liegen. Seine Paare ließ er jedoch auf Metallstühlen sitzen, um ihnen den Unterschied zwischen Single und Nicht-Single zu verdeutlichen. Am Donnerstag wäre es wieder soweit. Sein Lieblingspaar würde den Rivalitätserdbeerkuchen mitbringen. Ein Ja oder ein Nein von ihm würden dahingehend über ihr Glück bestimmen, ob er selbst der Sieger oder der Verlierer seines Spiels sein würde. Während ich esse, möchte ich, dass Sie auf meine Körperhaltung, auf meine Atmung, auf meine Sprache achten. Sie sind die Jury. Unter jedem Teller werde ich nun den jeweiligen Namen schreiben und die Teller mehrmals hin und her schieben. Ich werde nun das erste Stück zu mir nehmen, ohne zu wissen, wessen Kuchen es ist. Das Paar nickt. Der erste Biss bezaubert ihn. Doch der Kuchen ist nicht selbst gebacken, er ist gekauft. Der nächste Biss schmeckt wie der Kuchen seiner Frau. Liebloser Mürbeteig mit tiefgefrorenen Erdbeer- und Apfelstückchen. Georg weigert sich weiter zu essen. Nein, nein, Sie haben mich falsch verstanden. Es geht mir nicht darum, meinen Blutzucker auf Trab zu halten. Es geht mir um den Geschmack.
Versuchen Sie sich vorzustellen, der Kuchen wäre eine neue Beziehung. Wie hätten Sie sie gern? Wie müsste sie aussehen? Was für einen Geschmack würden Sie ihr geben? Bestimmt nicht so einen gekauften oder einen schnell gemachten Geschmack. Das Paar nickte und Georg verabschiedete sich freundlich. Er begleitete sie bis zur Tür und schaut der Frau mehrere Sekunden hinterher. Anais betritt Georgs Büro. Sie trägt ein beigefarbenes Kleid, roten Lippenstift und rote Schuhe. Sie gibt ihm gegenüber zu, dass sie den zweiten Erdbeerkuchen, wie er herausgeschmeckt hat, gebacken zu haben. Den habe sie auf Bestellung für seine Klientin zubereitet. Er hat den faulen Mürbeteig mit tiefgefrorenen Erdbeerstückchen gut herausgeschmeckt. Er dürfte sich nun fragen, welches Rezept Anais für diesen Kuchen wohl benutzt haben könnte. Das, das zum Herzstillstand seines Großvaters geführt hat, oder das, welches den schönen Schlachterjungen dazu gebracht hat, sich in die hässliche Tante Sophia zu verlieben. Beide Rezepte verriet Georg üblicherweise bei der vorletzten Sitzung. An diesem Donnerstag verriet er seiner Frau nur eines. »Ich habe die mehr geliebt, als ich gedacht habe, und weniger gehasst, als ich vermuten konnte.« Anais ignoriert seine Worte, die den Anschein eines Toten hatten. Sie schaute Georg an und fragte sich, wie sie sich all die Jahre so geblendet haben lassen konnte. Sie fragte sich, warum sie dünner und er dicker wurde. Sie schaute sich dieses gekrümmte und am Boden liegende Mannsbild an und fragte sich, ob dieser Dick-Dünn-Dualismus die Illustration des Fressens und Gefressenwerdens darstellen sollte. Sie wusste, sie musste aus diesem Dualismus raus. Sie trug die Schürze seiner Mutter und sang ihm auffallend erleichtert ein Wiegenlied vor. Georg lag am Boden, während sie zum Abschied seine Haare streichelte. Natürlich verwendete sie keines der tödlichen Familienrezepte. Nach einer leidvollen Stunde zog sie die Schürze seiner Mutter aus und verkündete Georg, dass sie ihn und seinen Wahnsinn verlassen werde. Ihn und seine Lebensrezepte, die rote Küche, Jakob und seine paradoxen Interventionen, die nicht mit ihrem Leben und ihrem Alltag einhergingen. Bis sie die Tür hinter sich zuknallte, ließ sie ihn mit der Frage, welches Familienrezept sie wohl verwendet haben könnte, in der Embryo-Haltung am Boden gerollt allein zurück. Durch den Flur hörte er dann ihre Stimme leise sagen: »Keines der beiden Lebensrezepte habe ich benutzt. Nur 500 Gramm Angst. Das reicht, um zu gehen.« Das war Liebesrezepte von Stella Tsianios. Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt, oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt, und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestdida.de. Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure Silke Siegel.